Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Wachstum ohne Ende, Überfluss und Geld, Fülle, Reichtum, Zeitenwende für die heile Welt. Müllberge am Rand der Städte, aber auch im Meer. Angstimpfung und Pandemien, so ein großes Heer. Aktienkurse steigen hoch, Konjunktur für NGOs. Ja, für Zinsen, Hilfe leisten, Pharma-Stiftung riesengroß. 2 Milliarden Spenden, leicht verdientes Geld durch Völkermord. Alles in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Dauerschleife, Hochkultur, Wartes wird politisch. Das Eigentum dreht an der Uhr, die Masse ist schon kritisch. Was sich ändert, das bin ich, die Kunst ist zu erleben. Der Atmosphäre an und für sich seinen Teil zu geben. Zerrisst nicht Geld und Geld wie Zeit, weiß jeder schon als Kind. Vorbei die Lügen, das ist Wahrheit, ist wieder ein neuer Wind. 2 Milliarden Menschen gut verbunden durch das eigene Herz. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Handel treiben, das Leben wird zur Ware. Konditioniert und maßgeschneidert, Opfer aller Art. Fressen und gefressen werden, ist nur das alte Bild der Welt. Offen sein ist neu zu malen, natürlich frei und wild. 2 Milliarden Träumer gut entfremdet von dem blutigen Geld. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System, in diesem System, in diesem System. Alles in diesem System. In diesem System. Alles in diesem. In diesem System. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, ich grüße euch zur heutigen Live-Sendung hier bei Wake News Radio, Wake News TV, ist der Detlef von Wake News, ja. Ja, ich sag das immer, weil wir haben ja auch noch andere Moderatoren und Moderatorinnen, oder? Ja. Also, klasse, dass ihr eingeschaltet habt.
ist eh trübes Wetter draußen, ne? Haben sie ja vorher ordentlich gesprüht, damit es runterkommt. Ja, warten sie mal, bis es regnet, ne? Manchmal helfen sie noch. Aber das wissen wir ja. Wir wissen es. Die anderen wissen es noch nicht, aber irgendwann werden sie auch mal mitkriegen. Ja, und wir danken immer allen, die uns hier mit übertragen. Wer das alles ist, das findet ihr auf der Seite Wakeness.net, Wakeness Radio. Da sind sie alle aufgeführt und natürlich auch auf dem Blog mywakeness.wordpress.com. Ja, und ihr wisst, ihr dürft mitmachen. Ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net. Das ist unsere E-Mail-Adresse, meine E-Mail-Adresse. Und da schaue ich nach und kann das dann mit reinnehmen. Ja, und wir danken natürlich auch immer allen Musikern, DJs, Bands und so weiter, Künstlern, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen, damit wir sie hier mal spielen können. Und wir hören jetzt gerade einen klasse Song von Andreas Körber und Friends. Alle in diesem System. Ja, gut. Ja, ist toll, ne? Wenn Musiker auch den Mut finden, tatsächlich mal über die Missstände zu singen und zu spielen. Denn, ja, die meisten in der Matrix dürfen es nicht. Ne? Da wird es nicht gespielt. Die dürfen nur so Liebe, ne, und so Sachen. Naja, gut. Ja, Liebe ist schon auch wichtig. Ja, nicht, dass wir mich da falsch verstehen. Liebe ist eine hohe Schwingung und deshalb fühlen wir uns auch so wohl, wenn Liebe überall herrscht. Da schwingen wir nämlich mit in diesem Liebesgefühl. Ja, und eigentlich wäre es schön, wenn wir alle lieben würden, ja, und könnten, ja, dürften. Ja, schauen wir mal. Okay, aber wie gesagt, kurze Info, ich habe die Sendung von United Strike immer noch nicht oben, weil wir haben so viel jetzt gemacht, aber immerhin habe ich diese wichtige Sendung, die ich euch ja auch immer empfehle zum Anhören. Humor hilft. Unser Überlebenskampf, die ist schon hochgeladen, sitzt gerade an einem Film, den wir aufgezeichnet haben, über eine interessante Sache. Da werdet ihr sicher was zu lachen haben, oder? Ja, und hoffe ich, dass wir das übermorgen senden können und dann wird auch sukzessive an den United Strike Aufzeichnungen der letzten Sendung da gearbeitet. Ja, und die Woche haben wir ja wieder Programm, du mein lieber Scholli. Ey. Ja, wir haben also dann am Donnerstag noch zwei Live-Sendungen. Wir haben mal Talk von und mit Menschen mit Maria ab 12 Uhr, 12 bis 13 Uhr. Und dann meine Live-Sendung auch am Donnerstag Nachmittag ab 16 respektive 17 Uhr, ja, wo ich dann immer die Stunde live des jeweiligen Tages euch präsentieren darf. Ja, und dann haben wir jede Menge neue Aufzeichnungen. Ich habe es euch ja erzählt. Der Juli ist voll geprofft mit Produktionen. Aber ist ja auch schön. Ne? Da hat man mal wieder was Neues, oder? Gut. Heutige Sendung. Ja gut, ich meine, eigentlich könnte ich die immer so formulieren, oder? Ich weiß nicht, wie das sehen. Aber die heutige Sendung heißt Verrückte Psychopathen regieren die Welt. Ja, ist mir ja einig. Aber es dürfte ruhig noch mehreren klar werden. Vielleicht wachen sie dann auf, weißt du, wenn du allein die Figuren anschaust, oder? Ja, und wer hier mitlesen und mitstudieren möchte, darf das tun. Rechte Maus, das auf einem der Links zur heutigen Sendung. Dann in einem separaten Fenster öffnen. Dann geht es auf, ja. Bevor wir einsteigen, Leutchen, bitte unterstützt uns ein wenig, weil wir haben sehr viele Ausgaben. Die meisten, die sich bei uns melden, die über die wir auch berichten, haben in der Regel keine Kohle, ja, weil sie selbst in einer Notsituation sind. Und auch wir haben nicht viel. Wir geben alles das, was wir haben, in die Produktion rein. Aber wer da vielleicht die Chance hat, uns noch ein wenig zu unterstützen, freuen wir uns. Und wenn es nur Benzinkosten sind, all solche Sachen, kosten halt immer viel Geld. Die Stunden dürfen wir gar nicht rechnen. Aber gut, wir tun es ja aus dem Gesichtswinkel der übergeordneten Hilfestellung, die wir leisten möchten, um dabei zu sein oder da mitzuhelfen, dass wir eben aus dieser Tyrannei herauskommen.
Ja, und es geht nur mit Information und jedes Gespräch, was man führt, also wenn jemand aufgefallen ist im System, ja, also ja, ist eigentlich egal, wo der hängt, ist er bunt oder ja, spielt keine Rolle, der, wenn er dann also hartnäckig auch seinen Widerstand zum Ausdruck bringt oder seine Zurückweisungen anbietet, der kommt auf die schwarze Liste. Die schwarze Freimaurerliste. Die reichen die dann immer in ihren Sitzungen weiter. Schicken sich wahrscheinlich als Telefax nicht unterschrieben irgendwie so herum, weiß nicht. Und die Liste wird immer länger. Also ja. Und die kriegen dann im System auch kein Recht mehr, was ja sowieso nicht dafür gedacht ist, Recht zu bekommen, sondern nur dafür da zu sein, das System aufrechtzuerhalten. Hat er da heute ein interessantes Gespräch. Da kannst du machen, was du willst. Und die wirst nie innerhalb des Systems, mit dem System, irgendetwas für dich erzählen. Ja, das tun sie nur hin und wieder mal aus Versehen, weil du noch, entweder auf der Liste noch nicht drauf bist oder aber weil sie auch mal die anderen gewinnen lassen müssen, sonst fällt es zu sehr auf, aber das ist wirklich marginal. Ja, insofern gibt es eigentlich gar keinen Weg zurück. Dieses System muss weg. Ja, das ist, glaube, da sind wir uns nicht uneins in dieser Erkenntnis, oder? Wer da andere Ansicht hat, darf das gerne auch zum Ausdruck bringen, darf uns gerne hier eine Info, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden. Radio@wakenews.net. Ja, cool. Ja, gehen wir doch mal da zu dem heutigen Artikel. Ich mache mal so schöne kleine Collagen. Ja, oder? Ne? Die drücken ja auch so ein bisschen aus. Es ist ja nur eine Selektion, Leutchen, aber hier, da habe ich so ein paar Figuren aufgezeigt. Verrückte Psychopathen regieren die Welt, so steht's da. Und links, ja, weiß nicht, wer könnte das sein? Kann mir das vielleicht mal einer mitteilen? Ich habe es nicht gemacht, das Bildchen, das habe ich gefunden im Internet. Und oben gleich die Dreier-Truppe da, die Hillary und da derjenige, der sie also da auf den Thron hebt, ja, das ist der Warren Buffett mit entsprechender passender Mütze. Und rechts daneben George Soros, der ein bisschen mehr hier rummischt in Europa und Fernost und so. Ja, und daneben rechts einer, der, das ist natürlich auch eine Collage, ne? Also es wäre ja schön, es wäre endlich mal so, dass die mal in Behandlung kämen. Aber nein, der ist da so ein bisschen zusammengesteckt, hockt er da auf dem Sessel. Ja, und in der Mitte ist eigentlich einer derjenigen, die so ein wenig diejenigen sind, die die Fäden ziehen. Das ist ein Herr Rothschild aus Frankreich. Ja, und der schaut schon ganz lüstern auf die eigenen Handschellen, die er mal irgendwann tragen dürfte, wenn es dann soweit ist. Ja, und ganz links neben dem P von Psychopathen, da ist der Rothschild-Drache, der da so reinlugt, ja, reinschaut. Darunter gleich sein Kollege Henri Kissinger, der ist die französische Aussprache, aber besser bekannt unter Heinrich Kissinger. Ja, und der sieht auch auf die Handschellen schon mal, die er hoffentlich auch noch lebend mal rumkriegt. Ja, ist ja als Kriegsverbrecher weltweit gesucht, aber darf in allen NATO-Staaten auftreten, auch beim Putin. Rein und raus. Ja, und daneben François, der es vielleicht auch mal schafft, in die Riege der Psychopathen, der bekannteren Psychopathen aufzusteigen. Der schaut da auf seinen Kollegen, der also auch schon hilfesuchend zu seinem Chef, ja, also schon ein bisschen drüber noch, aber hochschaut zum Rothschild, nämlich der Jean-Claude. Jean-Claude, ja, der ja seinen eigenen Kummer, seine eigenen Unzulänglichkeiten und die Freundschaft mit Satan immer unterspülen muss. Mit allerlei Promille. Ne? Ja, und daneben einer, der passt auch auf, der sagt uns immer, was so los ist. Das ist derjenige, der so ne, sagt, komm hier, bereit euch vor, es gibt bald Weltkrieg 3. Ja, so. Ist der Lord. Ja, die haben alle Schlösser, haben die alle ohne Ende, also überall in allen Herren, Regionen, Firmenländern, sind die zu finden, ne? Ja, und rechts daneben einer, der, ja, also erstaunlicherweise immer noch irgendwie schafft, im
ja, da zu sein. Das ist der David Rockefeller, der schon mal gesagt hat, oh, mir wäre es am liebsten, wären alle um die Ecke gebracht. Ich sag's jetzt mal inhaltlich, ne? Hat's eleganter ausgedrückt. Oh. Ja, und das ist aber nur eine Auswahl, Leute. Ich kann ja nicht alle Köpfe da drauf bringen, dann so viel Platz haben wir auf dem Bildschirm gar nicht, ne? Wie viel da noch reingehören. Aber letztendlich sind es trotzdem nur ganz wenige, ne? Ja, und es ist schon gruselig mit anzusehen, wie wir von diesen paar wenigen drangsaliert, ausgepresst und genötigt werden. Alle, die hier zusehen bei den Filmen, oder lesen in den Blogs, Webseiten und unsere Beiträge verfolgen, sind ja bereits informiert, die meisten. Und haben das Ausmaß dieses Wahnsinns ja bereits erfasst, ja. Ja, aber noch zu viele Leute lassen sich von den Auswüchsen des hellen Wahnsinns in ihrem eigenen Leben quälen. Sie können und oder wollen nicht erkennen, dass wir von einigen wenigen verrückten Psychopathen gepiesackt werden. Ja, heute wieder in einem Telefonat. Ja, wie soll ich den Leuten das klar machen? Ich fange immer mit Chemtrails an. Ja, da sage ich, das ist wunderbar, aber schon allein, wenn in deinem Konstrukt, deinem Gedanken gut, was du hast, deine Überzeugung, dein Glauben, gar nicht drin hast, die Möglichkeit, dass dein Staat, deine Regierung irgendetwas Böses mit dir vorhaben könnte, ja, dann kannst du das gar nicht erfassen. Du denkst du, was redet der denn? Eugenik? Kenn ich gar nicht. Was ist das? Was heißt das? Viele wissen das gar nicht, nicht. Also nicht, dass sie dafür zu verurteilen seien, weil man ja solche Wörter eigentlich auch gar nicht im Repertoire hat, wenn man eben genauso konditioniert ist, dass man nämlich gar nicht diese Möglichkeit zulässt, dass solche, die man doch anhimmelt, deren Autorität man doch in keinster Weise in Frage stellt, dass die sowas machen würden? Hä? Naja, okay, gut, aber jetzt nicht weiß, was Eugenik heißt. Ja, das Völkermord, das ist Menschenmord, das ist Mord an Menschen, eine Vernichtungs, ein Vorgehen einer Vernichtung, nach gewissen Kriterien. Ja, ja, darunter eine künstlerische Darstellung des Lektors. Ja, oder? Ja, kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Hannibal? Ja, und da ist ein interessanter Artikel, den ich eigentlich mal aufmache. Der Dr. Hannibal Lecter spielt ja in einem Roman und natürlich dann auch in einem Film eine große Rolle. Ja, und hier gab es eine Veröffentlichung, wo eben da steht, gibt es Schutz vor dem Bösen, in Anführungszeichen, und vor Psychopathen, in Anführungszeichen. Das kam bei dem Blog ingod960.wordpress.com. Schon aus 2012, aber das spielt hier keine Rolle. Ja, was macht denn Menschen böse? So fragt er hier. Das Böse ist schwer greifbar und beherrscht eine unvorstellbare Palette der Destruktivität, also der Zerstörung. Wir können uns nur schwer davor schützen. Schließlich gibt es ja auch in uns genügend Anteile, welche uns belasten. So zitiere ich von da, vor allem, wenn wir unser Gewissen nicht schärfen, sondern es betäuben und so zu Co-Abhängigen werden. Beispiel, die Banalität des Bösen zeigt sich in tausenden billigen Helfern und Vollstreckern im Holocaust-Wahn des Dritten Reiches, so schreibt er hier. Aber es gibt auch andere Beispiele. So, unreifer Umgang mit der Anfälligkeit für das Böse in sich selbst verhindert, dass wir fähig werden für eigenverantwortliche Selbstsorge. Eine besondere Rolle auf der Bühne des Bösen im Zusammenleben mit anderen spielen sogenannte Psychopathen. In der forensischen Psychologie und Psychiatrie wird damit eine schwere Form der dissozialen, / antisozialen Persönlichkeitsstörung bezeichnet.
die in ihrer Ausprägung die genannte Persönlichkeitsstörung übertrifft. In den Klassifikationssystemen DSM-4 und ICD-10 ist die Diagnose nicht aufgenommen. Ich zitiere das halt von dort. Den typischen Psychopathen gibt es also nicht. Jeder ist ein Unikat. Behandelbare Formen finden sich auf der ICD-10 unter F60 in der Kategorie Persönlichkeitsstörung. Also da hat es Links in dem Artikel. Wer das also weiterverfolgen will, darf das tun. Die Komplexität wird vollends unüberschaubar, wenn es darum geht, die multifaktoriell und systemisch wirkenden biopsychosozialen Bestandteile und deren Zusammenhänge zu berücksichtigen. Und deshalb meine These gleich vorweg. Jeder Mensch benötigt auch den persönlichen Schutz Gottes, um sich wegen seiner individuellen Anfälligkeit für das Böse in sich und der äußeren Belastung durch das Böse angemessen schützen zu lernen. Darunter ein Auszug aus dem Psalm 139, 19.23 bis 24. Ach Gott, dass du den Gottlosen tötest und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen richtigen Weg. Ja, das ist ein kurzes Zitat da. Ja, und dann hat er so verschiedene Darstellungen von Persönlichkeitsstörungen, die ich jetzt aber nicht zitiere, weil das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nötig ist. Und er hat da auch einige Videos verlinkt. Ja, und er sagt zum Beispiel, es ist wichtig, die Prüfung der Wirkung von Menschen, Führungspositionen auch anzusehen, ne? Angefangen von den Eltern über die Chefs in die Arbeit bis hin zu Politikern und geistigen Leitern, wie diese Wirkung ist. Und ja, es gibt da Darstellungen von Psychopathen, die sich selbst beschreiben und so weiter. Das will ich auch alles nicht durchgehen, weil das ist spezifisch. Jetzt eigentlich nur eine Einführung in die Diskussion. Ja, der letzte Satz scheint mir noch wichtig. Wenn allerdings Psychopathen an große Machtpositionen vordringen, dann hilft nur noch Gebet und angemessener Widerstand. Ja, also ihr könnt das nachlesen dort. Ich denke, das war für mich auch der Grund, da das mal ein wenig darzustellen. Also, ja, mit dem Problem haben wir es zu tun, ne? Sagt ja der Titel meiner heutigen Sendung. Oder, ja, ob es wahnwitzige Gesetze, in Anführungszeichen, und Verordnungen, in Anführungszeichen, sind, wo ein himmelweiter Unterschied schon zwischen den beiden ist, aber ob es Firmenstrukturen anstelle von echtem Staat, ob es Gewalt ist, mittels derer diese Verrückte an der Macht leben, ob es die Auspressung, Drangsalierung und Versklavung ist, der wir ausgesetzt sind durch Hungerlöhne, betrügerisches Schuldgeldsystem, ja, halten an der Armutsgrenze, wir wissen ja, die Austerity-Programme beispielsweise, die also uns quasi auf Null runterdrücken oder die, ja, können wir zum Beispiel 100% Sanktionen. Es gibt vielleicht sogar 150% Sanktionen, wo du dann dem Jobcenter noch Geld mitbringen darfst, ja, damit du überhaupt dort was von denen drangsaliert werden darfst. Ja, also Wuchersteuern und Gebühren beispielsweise, ja, wundert ihr euch da nicht drüber? Wir haben ja schon mal erzählt, oder? Bis August arbeitet man im Prinzip für die Mühle, also für die anderen, ja, und dann erst fängt das an, dass mal was bei dir übrig bleibt. Das wissen eigentlich alle, aber keiner irgendwie tut was dran. Ja. Dann natürlich auch die Kindesentführungen, die stattfinden. Also das ist ja die grausamste Art und Weise, unsere Liebe anzugreifen, uns zu demütigen und die Würde des Menschen zu attackieren.
horrende Strafen bis zur Tötung. Es ist Tagesgeschäft da in den USA, wirst du einfach umgeballert. Egal was du machst, die ballern einfach und dann werden sie wieder freigesprochen von dem eigenen Justizsystem. Ja? Und damit wird es belohnt, ne? Das Töten, oder? Dann natürlich auch Korruption ohne Grenzen. Wir wissen, dass diese ganzen sogenannten Politiker nichts anderes sind als Kofferträger, ja? Die also schnell ihre Kohle abholen und dann das durchzusetzen, was sie von dort befohlen bekommen haben. Ja, dann Willkür, die erleben wir jeden Tag. Willkür in irgendwelchen sogenannten Amtsstuben, die ja keine Ämter sind, sondern Stuben. Ja, Stuben fliegen vielleicht, obwohl die sind ja natürlich. Ne? Ja, und Amtsanmaßung ohne Ende überall. Es spielt gar keine Rolle, in welchem sogenannten Land du dich befindest. Ja, und vieles mehr. Ja, und darunter nochmal die Abbildung, die uns ja jetzt auch schon ein bisschen bekannt ist. Die bewaffneten Uniformierten sind das Werkzeug eben dieser paar wenigen, uns zu drangsalieren, uns Angst zu erzeugen und dann tatsächlich auch Angst und Gewalt umsetzen. Ja, und dabei anscheinend noch sadistischen Spaß haben. Ja, denn diese bewaffneten Uniformierten arbeiten fürs System und nicht für uns und für euch. Das haben wir jetzt langsam. Der eine oder andere hat es jetzt verstanden. Ja, und alles geht auf das Konto eben einiger weniger. Das ist immer wieder wichtig, auch das den Menschen, den Mitmenschen, den Kollegen, den Freunden, der Familie mitzuteilen. Von diesen ganzen Dingen, dass du nicht viel kaufen kannst, dass du so hart rackern musst, dass du an der Armutsgrenze entlang schlägst, das ist nur deshalb, damit einige ganz, ganz wenige alles haben können. Ja. Und es geht also nur auf das Konto einiger weniger, die dafür verantwortlich sind, die diese Tyrannei aufrechterhalten mit ihrem System. Ja, Schuldgeldsystem ist ideal dafür geeignet. Und natürlich die Gehirnwäsche der Leute, vor allen Dingen der Systemlinge, ne? Die Masse der hirnlosen Systemlinge, die für Geld alles zu machen scheinen. Ja, denn das ist ja das, was wir häufig hören, wenn wir die Frage, ja, warum machst du das eigentlich? Ja, wird gut bezahlt, Pension. Ja. Ei, ja, und dann nochmal das Bild, 0,001%. Das ist die Anzahl derer, die dahinter stecken, die dominante irrsinnige Minorität. Ja, dabei ist alles doch so einfach, sich davon zu lösen. Darunter nochmal eine Abbildung hier aus dem gerade eben hochaktuellen Beispiel aus den USA, aus Baton Rouge. Es geht ja im Moment darum, in den USA wird ja ein Rassenkrieg provoziert, das heißt also, man versucht da wieder teilen und herrschen. Das heißt, die, sagen wir mal, schwarze Bevölkerung wird hier aufgehetzt gegen die Weißen und umgekehrt. Und diese ganzen Morde, angeblich Morde an bewaffneten Uniformierten, genannt Police oder sonst was, Sheriffs, in den USA ist vermutlich sowieso eine Übung, ja, die dann uns dann als Schaf scharfe Übung und real verkauft wird. Wir haben aber schon ja vieles gehört, dass dort Krisenschauspieler eingesetzt wurden, dass das also eine Übung gewesen ist, weil sehr viele Merkwürdigkeiten da stattfinden. Aber auch wenn es dort zu Toten gekommen ist, dann ist das alles vom System eingefädelt. Die gehen ja über Leichen, die bringen ja ihre eigenen Leute um. Das macht da denen gar nichts, ja. Um ihr Ziel zu erreichen. Das heißt, die eigenen Leute werden sofort geopfert, also ohne darüber nachzudenken, ja, um eben ein Ziel zu erreichen. Und wir sehen hier eine Abbildung einer riesengroßen Truppe bewaffneter Uniformierter, die eben schon irreal, surreal ausschauen in dieser heutigen Welt. Und eben ein schwarzes Weib, was da steht, ganz friedlich und versucht eben auf diese einzuwirken, die aber jetzt dann
anschließend dort weggezerrt wird von diesen paar Figuren, die da abgebildet sind. Ja, und ihr könnt es nachlesen. Wo dieses Bild da aufgefangen ist, also beim Spiegel. Geheimdienst. Mädchen. Ja, aber wichtig ist einfach nur, dass wir sehen, wir dürfen Nein sagen, wir dürfen zurückweisen, wir dürfen sagen, damit sind wir nicht einverstanden. Wir dürfen also diese Tyrannei uns gegenüber zurückweisen. Wir dürfen Mensch sein. Und Leute, wann fangen wir damit an? Ja, und über das und vieles mehr wollte ich heute in der Sendung mit euch mal diskutieren. Vor allem, dass den Menschen, die noch nicht aufgewacht sind, einfach durch Fragenstellung klar wird, dass irgendetwas nicht stimmt, wenn sie es noch überhaupt noch gar nicht gecheckt haben und oder aber dahin zu führen, wer eigentlich davon profitiert, dass es so ist, wie es ist. Wer profitiert von diesen Flüchtlingen und Asylanten, die hier ins Land geholt werden? Wer profitiert davon, wenn Kinder weggenommen werden? Und wir hören auch, wir haben ja noch eine Aufzeichnung gemacht, wann haben wir das gemacht? Gute Frage. Ich glaube, es war am Montag. Ja, genau, am Montag. Siehst du, wir machen so viel im Moment. Wir haben am Montag die Aufzeichnung gemacht. Da werdet ihr die auch hören. In etwa einer Woche oder so sind wir dann soweit. Was da geschehen ist. Da wird man von dem Jugendamt, von deren Mitarbeitern überredet, gewissen Schilderungen stattzugeben, damit die vom Jugendamt mehr Geld für das weggenommene Kind erhalten. So wahnsinnig ist das schon. Ja, also es ist nicht zu fassen. Es geht eigentlich nur um Kohle. Und jetzt kann man mich fragen, ja, wieso? Was bringt das an Geld, wenn Kinder weggenommen werden aus einer Familie? Das kostet doch dann ihr Geld für den Staat, in Anführungszeichen. Ja, das ist, weil dieses Schuldgeldsystem existiert. Das heißt, es gibt einen Topf, der aus dem Nichts geschaffen wird, dafür, dass gewisse Dinge geleistet werden. Dafür darf man dann Schulden aufnehmen und dann kriegt man auch was dafür. Es ist ein Belohnungssystem der Bankster-Familien, die eben mittels dieses Schuldgeldsystems ihre Ziele umsetzen wollen. Und eins der Ziele ist es, die Liebe zu zerstören, die Menschheit zu reduzieren, also Fortpflanzungsfähigkeit einzuschränken oder am besten ja gleich alles wegoperieren. Ja. Und das Erste, wenn man zu so einer Hilfsorganisation geht, wie die da so einem vielleicht helfen könnte, in einer Notsituation mit neugeborenen Kindern oder zu gebärenden Kindern eigentlich eher noch. Das ist, ach, wollen Sie abtreiben? Nein, es ist nicht so fast. Es ist ja ein ernstes Thema, Leutchen. Aber ihr könnt das nur ertragen, wenn ihr auch darüber lacht, weil nur der Humor uns hilft, diese Scheußlichkeiten zu überwinden. Das war ja bei mir Thema in der Sendung Humor hilft, unser Überlebenskampf. Es geht also nur ausschließlich darum, uns irgendwie zu reduzieren und weniger Menschen zu haben, mit denen man es zu tun hat. Die wollen mit weniger Menschen zu tun haben, weil wir denen ein Dorn im Auge sind. Wir sind denen im Weg. Wir blockieren deren weitere Umsetzung von Zielen. Deswegen auch die Ungeheuerlichkeit Pentagon und Monsanto. Ja. Die entwickeln jetzt ein Ebola-Virus, Grippe-Virus, Präparat. Und dann wissen wir natürlich, da haben wir es dann wieder mit einer Biowaffe zu tun, die dann, wenn das genommen wird, vermutlich dafür sorgen wird, dass auf jeden Fall mal die Fortpflanzung gehemmt wird. Vielleicht sogar beseitigt. Es ist nicht, oder Gebärmutterhals, Geschichtchen, was da uns da alles erzählt wird. Ich meine, da darfst du doch schon drauf kommen, dass das also irgendwas damit zu tun hat, dass man da eingreift in die Fortpflanzung. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Ihr wisst das ja auch alles, was dort so abläuft. Ja, und der Punkt ist eben einfach, dass wir das erkennen dürfen, dass es hier darum geht, dass wir es mit einer mächtigen kleinen Gruppe zu tun haben, die deshalb die Macht haben,
weil sie dieses Schuldgeld kontrollieren, das rausgeben, weil sie damit eben alles und jeden korrumpieren können und eben auch ihr sich ein bewaffnetes, uniformiertes und nicht uniformiertes Heer geschaffen haben, was anfängt von dem kleinen verkleideten Polizisten bis hin oben zum Kapitän eines Flugzeugträgers. Alle arbeiten für diese kleine Truppe gegen Geld. Ja, weil die werden natürlich auch alle geschmiert. Alle, die in wesentlichen wichtigen Funktionen sind, werden also entsprechend korrumpiert und oder aber auch erpresst, wenn es nicht anders geht, damit sie das tun, wozu sie gedacht sind. Und sie sind nicht dafür gedacht, Krieg gegen einen, also eine Nation, die Menschen einer Nation zu verteidigen gegen den Angriff einer feindlichen Nation, sondern die sind nur dafür da, die Machtinteressen, die strategischen Ziele dieser paar wenigen, die also diese Welt geschaffen haben, zu verteidigen gegen die Menschen. Die Menschen, alle Menschen, die sich dagegen wehren wollen. Ja, und ein Appell an diese Systemlinge, der oder die jetzt zuhören und oder das später hören, denkt mal darüber nach, stellt euch die Fragen. Ist es auch vor allen Dingen das wert, ne, für die paar Kröten, da nicht nur sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, sondern natürlich auch das Leben der vielen Mitmenschen, die hier auf der Erde leben dürfen, wie jedes andere Lebewesen. Und wer gibt euch das Recht, diese zu töten, umzubringen, allein schon durch eine Hartz-IV-Sanktion in Höhe von 100%. Das ist also einfach unfassbar, wie unmenschlich das ist, oder? So sehe ich das. Ja. Wir haben sie deswegen, weil ich das beweisen hab können, haben sie mir schon mal ein YouTube-Video gesperrt, ja, weil sie das nicht hören können oder wollen. Weil wenn das alle verstehen würden, dass das so funktioniert, dann wäre der Spuk zu Ende. Würden alle sagen, das wollen wir nicht. Weg damit. Okay. Ja, okay. Also ich denke, das sind so Gedanken, die durchaus von uns mal gemacht werden dürfen. Und ich spreche es einfach mal aus. Denn es ist ja so, viele Menschen stellen sich diese Fragen, finden manchmal auch nicht so die richtige Form, die Frage zu formulieren, beziehungsweise eine Antwort darauf zu finden. Und das ist auch wirklich nicht ganz einfach, oder? Hä? Ja, also wir haben jetzt da einige von euren Zuschriften. Ich werde das gleich mal mir vornehmen. Also ihr könnt noch was reinsenden unter radio@wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr reinschauen und da eventuell etwas finden. Ja, Studie beweist, hier kommt was. Wahlfälschung in Deutschland, keine Ausnahme, sondern die Regel, kam bei anonymousnews.ru. Ja, das gebe ich euch dann später rein. Dann Volksentscheide sind eBay, pfui. Das kam bei duckhome.net, Archive. Ja, ja, das wollen wir doch nicht. Also es wird alles verbuht und verät und verit. Was nicht in den Kram passt, ne? Ja, TTIP so dreist antwortete die Bundesregierung einem besorgten Abgeordneten die Aussagen, so das Zitat des Sachverständigenrates, setzen nach Auffassung der Bundesregierung keine Kenntnisse der TTIP-Verhandlungsdokumente voraus. Diese Unkenntnis des Sachverständigenrates ist völlig transparent. Ja, kam auch bei anonymousnews.ru, das gebe ich euch dann in die Linkleiste. Linkleiste bezeichne ich das, was also unterhalb der Werbung, wenn man das so will, oder Informationen zu uns zu finden sind auf der jeweiligen Blogseite, der jeweiligen Beschreibung der heutigen Sendung bei mywitness.wordpress.com. Dann kommt erster US-Bürger von einem Roboter terminiert. Ah, das kann man alles Schall und Rauch. .blogspot.de in den frühen Morgenstunden des 8. Juli wurde, so zitiere ich von da, ein ferngesteuerter Terminator eingesetzt, um Johnson
zu neutralisieren, der in der Nacht auf Freitag 5 Polizisten erschossen und 9 weitere Personen verletzt. Ich würde sagen, haben soll, weil der Beweis noch nicht da. Wie der Polizeichef von Dallas vor der Presse erklärte, wurde eine Bombe am Arm des Roboters befestigt, zum Aufenthaltsort des Scharfschützen gesteuert und dort zur Explosion gebracht und so weiter. Naja, ich könnte das durchlesen. Ich bin da noch nicht sicher, ob das alles so gewesen ist. Die Übung war sicher so, aber ob es dann tatsächlich all diese Opfer gegeben haben mag, da setze ich meine Fragezeichen. Obama, Großbritannien muss aus der EU austreten, hat ihm Rothschild gesagt. US-Präsident Obama hat ein Machtwort zum Brexit gesprochen. Die Wahlbeteiligung beim Referendum sei hoch gewesen, so hoch gewesen, dass der EU-Austritt Großbritanniens nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Kam bei deutschewirtschaftsnachricht.de. Also, hiermit sehen wir also deutlich so hier einen Kommentar, wer wirklich zu sagen hat. Nicht Großbritannien, sondern unsere Freunde jenseits des Atlantiks. Ja. Gut, Gut. Go home. Proteste in Madrid gegen Obamas Politik. Eine Protestaktion gegen die Politik der USA hat während des Besuchs des Präsidenten Barack Obama vor der amerikanischen Botschaft in Madrid stattgefunden. Wir haben bei sputniknews.com, auch das gebe ich später rein. BKA, Bundeskriminalamt. Das ist sogar ein Kriminalamt, was vom Bund und ist. Geht um Kriminalität. Da es um Übergriffe in Gruppen ging, so, das zitiere ich so, seien nach Schätzung wohl mehr als 2000 Männer an den Taten beteiligt gewesen. Die meisten sollen aus Nordafrika stammen. Syrer seien praktisch nicht beteiligt gewesen. deutschewirtschaftsnachrichten.de, könnt ihr nachlesen. Terrorgefahr, Polizei rüstet in Hamburg und Bremen auf. Bremen und Hamburg wollen für ihre Polizei 163 Sturmgewehre anschaffen. Es geht das los. Der Sturm auf das Volk. Ja, sind Vorbereitung. 22 davon gehen nach Bremen. Zusätzlich dazu hat Hamburg einen Liefervertrag über 150 Maschinenpistolen des Typs MP5 für mehr als 300.000 Euro abgeschlossen. Eure Kosten. Und ihr werdet nachher damit umgemäht. Herzlich willkommen. In Bund, ne? deutschewirtschaftsnachrichten.de. Gebe ich euch rein. Wie Rüstungskonzerne ihre Profitinteressen in der Politik durchsetzen. Korruption, Vertuschung, Manipulation und Schönfärberei. Ja. Ja gut, ich lese das nicht alles vor. Das könnt ihr nachlesen. Das kann bei netzfrauen.org. Frieden auf Erden, fragt sich hier wer. Voltairenet.org. Nicht ehe die USA aufhören, Waffen zu verkaufen und Krieg zu führen. Ja, im Rückblick auf die Angebote der Vereinigten Staaten zum Jahresende 2015 komme ich zu dem Schluss, dass wir ein Mörderstaat sind, im Inland wie im Ausland. Der Teilbereich unserer Gesellschaft, der am meisten von dieser Rolle profitiert, wiederum im Inland wie im Ausland, ist die Rüstungsindustrie. Im Inland verkauft sie die Waffen, die nahezu unkontrolliert dazu benutzt werden, harmlose Menschengruppen abzuschlachten, selbst in Kirchen und Schulen, wobei das als falsche Flagge Attentat ist, bestimmt keine Sau umgekommen. Deswegen, ja, wenn du sowas vorliest, dann fragst du dich eben manchmal, haben die das eigentlich alles wirklich richtig recherchiert? Ja, aber Gott, naja, im Prinzip haben sie schon recht, aber eben nur 80%. Naja. Deswegen, ich gebe euch das dann rein, da dürft ihr es selber überprüfen und dann eure Ansicht dazu bilden. Operation Sarkozy, früherer französischer Präsident, wie die CIA einen ihrer Agenten zum französischen Präsidenten machte. Sarkozy, CIA-Agent, das ist bestimmt nicht der einzige. Ne? CIA ist ja die Bankste gesteuerte Geheimdienstorganisation, die also im Sinne der Bankster arbeiten und die setzen natürlich da überall ihre Leute rein, egal wo. Ja. Das kam auch bei anonymousnews.ru. Dann kam noch was, wie sich die NATO an Russland heranschlich. Videoüberblick seit 1990. Ja, klar. Gebe, also könnt ihr dann nachschauen. Ja, doch, dann kommt da noch was. Gorbatschow warnt vor letztem Krieg.
kam aber auch bei sputniknews.com. Ja, wenn es zu einem Krieg kommt, so Zitat, wird dies der letzte Krieg sein. Das ist die Frage für wen, ne? Für die oder für uns? Horroraktion in Raqqa. IS köpft beliebte Fußballer. Auch hier immer wieder meine Fragezeichen, ob das nicht auch wieder mal eine kleine Show ist, um uns aufzuwühlen. Ja, linke Gewaltorgie in Berlin-Friedrichshain. 1800 Polizisten waren bei schwerer Ausschreitung der linken Lichtschulen. Die Lückenpresse nennt das Demonstration oder Protestzug von Linksautonomen. Ja, im Einsatz. Die Polizei nannte es die aggressivste und gewalttätigste Demonstration der zurückliegenden 5 Jahre in Berlin. Ja, das kam bei pnews.net. Die werden ja auch noch alle vom sogenannten Staat, von der Firma Staat bezahlt. Scharfe Schlacht bei linker Demo in Berlin. Kommt noch ein anderer Beitrag. Den gebe ich euch dann auch noch mit rein, zusätzlich lesen. Und Grüne wollen Polizei das Reizgas verbieten. Oi. Ja. Na gut. Fragt sich warum. Ja. Dann. Ja gut, es gibt hier noch eine ganze Menge Meldungen, die jetzt nicht schaffe. Jetzt gibt's hier noch was BND-Gesetz und gezielte Totalüberwachung. Was steckt hinter dem Vor- und Zurück der Regierung? Radioutopie.de gebe ich euch auch später alles als Links hinein. Ja, etwas Übles hier, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, ist schon ein paar Tage her, weil ein Nordafrikaner zündet deutschen Frauen die Haare an. Das kam bei BRD-Schwindel. Unglaubliche Aufnahmen auch mit Video da zu sehen. Es ist einfach nicht zu fassen. Mit was für horrender, brutaler Gewalt wir hier zugemüllt werden durch die Handlungsweisen dieser Kofferträger-Politiker. Ja, und ich hoffe, dass die Systemlinge, die ein wenig auch noch ein friedliches und schönes Leben haben wollen, jetzt endlich mal aufwachen und sagen den Leuten auf die Finger klopfen und sagen, so, das wollen wir nicht. Denn wir wollen eigentlich doch noch ein schönes Leben haben, oder? Ja, dann noch mal so ein bisschen Propaganda-Falschmeldungen. Das kam offenbar hier bei der Blindzeitung. Blind verbreitet Falschmeldung über gesunkene Hartz-IV-Zahlen. Bei RT Deutsch kam das Äpfel mit Birnen verglichen. Bild verbreitet Falschmeldung über gesunkene Hartz-IV-Zahlen. Das kam hier am 12.07. bei RT. Die Umstellung der Statistiken zur Berechnung der Anzahl von Hartz-IV-Empfängern führte in der Bild-Redaktion wohl zu einiger Verwirrung, weil zwei unterschiedliche Messgrößen miteinander verglichen wurden, vermeldete das Boulevardblatt einen Rückgang der langfristigen ALG-II-Bezieher um rund 8%. Tatsächlich ist die Zahl der Leistungsempfänger jedoch nur um knapp 1% gesunken und das wahrscheinlich, weil sie auf 100% sanktioniert wurden. Ich weiß nicht. Das ist eine Vermutung. Das kam bei Deutsch RT, das gebe ich auch zum Nachlesen. Da gerne rein, oder? Ja, es ist nicht zu fassen, ey, was es da alles so gibt, oder? Ja, weiß nicht, wie ihr das seht. Es wird nicht unbedingt erfreulicher. Aber wir wissen ja, dass alles erst sich ändert, sobald genügend Menschen das wollen. Und das Wollen kommt nicht automatisch, nicht bei allen, sondern es kommt immer erst, wenn man selbst in der Tinte sitzt, wenn man selbst der Gelackmeierte ist, wenn man selbst in Not gerät. Dann erst kommt man auf die Idee, hoppla, das, wieso mir, wieso ich? Und dann fallen einem möglicherweise die Schuppen von den Augen. Ja. Schauen wir mal. Hier schickt mir noch jemand was rein. Bitte in der Sendung vorlesen, danke. Ja, das kam bei hartgeld.com. Viele Geldautomaten schon leer. Italien im Panikmodus. Beginnen jetzt die Bankruns. Es geht los. Bankruns have begun in Italy. ATMs being emptied. Das ist eine Meldung auf Englisch. Das heißt im Prinzip, der Bankrun oder eben das Leeren der Konten hat begonnen. Und wenn dann ganz viele auf einem Schlag kommen, dann wissen wir ja, dann können die das nicht mehr bedienen. Und die Geldautomaten sind natürlich schneller leer, je mehr Menschen sich die Kohle abziehen. Das
da passt ja nur so und so viel rein, in so einen Automaten. Und der muss dann wieder befüllt werden, wenn er leer ist. Und wenn man dann direkt zum Schalter geht, dann hat man auch nur große Augen, denen man begegnet, weil es ist uns ja bekannt. Die Anzahl von Barmitteln in Form von Münzchen und Scheinchen im heutigen Schuldgeldsystem ist vielleicht maximal 1%. Ja, ich habe das jetzt vor kurzem mit jemandem erzählt und mit jemandem besprochen, wo wir nur so ein Beispiel gebracht haben. Angenommen, jeder hätte 100.000 auf der Bank liegen, ja, und bei derselben Bank und man geht dahin, 10 Leute, 100.000, dann das geht gar nicht, weil die gar nicht so viel Bargeld haben. Die vertrösten einen dann auf, ja, da kommen sie mal in 3 Tagen wieder oder ist Bankabhebung, die müssen ja rechtzeitig angekündigt werden, damit das Geld besorgt, bereit liegt. Ja, so. Naja, also ja, es dürfte eigentlich jedem schon längere Zeit deutlich sein. Ja, und hier kommt noch ein Kommentar dort in dem Blog. Sollte dies wirklich im großen Stil der Realität entsprechen, dann herrscht auch bei uns Alarmstufe Rot. Denn wenn wirklich ein landesweiter Bankrun in Italien stattfindet, steht das Finanzsystem auch bei uns kurz vor dem Zusammenbruch und ruckzuck werden die Banken schließen, die Automaten kein Geld mehr auspacken oder ausspucken und ja, der Zusammenbruch des Finanz- und Wirtschaftssystems ist da. Noch ist er im Vorgarten, doch bald klopft es an der Haustür. Ratschlag an alle, maximale Aufmerksamkeit, was in den nächsten Stunden und Tagen passiert und die letzten Vorbereitungen treffen. Wir sind ja jetzt auch in der Urlaubszeit schon. Viele sind nach Italien gefahren und heben deshalb vielleicht da viele Kohle ab. Aber sollten jetzt alle vorbereitet sein. In den letzten Wochen musste ich in meiner Fluchtburg einige abgelaufene Vorräte wegwerfen. Sobald die Aufdeckungen beginnen, kommt Metro von mir wieder einen Besuch und es wird nachgekauft. Ne, nochmal. Sobald die Aufdeckungen beginnen, bekommt Metro von mir wieder einen Besuch und es wird nachgekauft. Die Liste dafür ist selbstverständlich fertig. Ja, also, das ist vom Eichelburg. vom Walter. Ja, gut, also warum nicht? Das sagen wir ja immer wieder. Es ist sehr gescheit, auch wenn man hin und wieder vielleicht zu früh sich bevorratet hat, aber dennoch lieber, man hat was, auch wenn es mal abgelaufen ist, als nichts. Ja? Denn diese Ablaufdaten sind ja nicht immer in jedem Fall also gesundheitsgefährdend, ne? Sondern gerade bei Konserven und solchen Dingen, die halten ja meistens viel länger als das, was draufsteht. Aber das darf jeder natürlich selbst entscheiden, wie er das macht. Und wir ja sagen das halt immer wieder mal, dass man darauf vorbereitet sein darf. Und gerade jetzt die Urlaubszeit, die jetzt ja startet, wo viele Leute sagen, ah, jetzt fahre ich endlich mal in den Süden, weil ich habe die Schnauze voll hier. Ja, die könnten dann, wenn sie sich nicht irgendwie anders schon darauf vorbereitet haben, dann auch ziemlich in der Uhr hängen, weil gerade jetzt ja auf den Autobahnen alles nur noch mit Maschinen läuft oder aber mit Bargeld, die man da in irgendwie solche Dinger reinwirft. Beziehungsweise alles ja mit Kreditkarten läuft, die dann vielleicht nicht mehr funktionieren. Und wie kommt man dann da weg, wenn du auf dieser Autobahn eingesperrt irgendwo stehst, dann hängst du da und eingekastelt wirst. Kann sich ja jeder vorstellen. Ich meine, solche Situationen hat es immer schon mal gegeben. Wenn also eben dieses Zahlungsmittel, das elektronische nicht mehr funktioniert, dann ist Feierabend. Vor allem auch in den Geschäften. Ich schaue da immer noch wieder mit Entsetzen darauf, wie viele von diesen Leuten mit Scheckkarte oder Kreditkarte einkaufen. Das ist bequem, vor allen Dingen, wenn man dann eben auf Pump einkaufen darf, weil man ja eh die Kohle gar nicht mehr hat. Aber es ist auch mega gefährlich, denn wenn das nicht mehr funktioniert, und da gab es auch schon wegen aus technischen Gründen viele solche Dinge, dann ist Feierabend. Da gibt's totales Chaos. Die Leute gehen sich dann auch nachher an die Gurgel, wenn es dann im großen Stile überall so der Fall ist. Weil die wenigsten haben sich wirklich darauf vorbereitet, die wenigsten haben
ausreichende Vorräte, um mal so 2-3 Wochen zu überstehen. Ja, da ist der Kühlschrank nach 2 Tagen leer und ein paar Konserven und das war's dann. Und die letzte Flasche rum ist dann auch nicht mehr, ja, attraktiv. Ja, und dann hast du das Problem. Nicht unterschätzen auch Wasser. Wasser, 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 sauberes Wasser. Auch wenn es im Plastikding drin ist, man kann das filtern. Filter sollte man immer haben, das sage ich immer wieder. Auch das ist etwas, was viele vorhaben und vorhatten, aber es nicht gemacht haben, weil sie gerade die Kohle dafür nicht hatten, weil die Dinger sind teuer. Ja. Aber, naja, okay. Und alles wird immer verrückter, das sehen wir ja. Die Entscheidungen von sogenannten Gerichten, Richtern, versteht keine Sau mehr. Es wird ja auch gar nicht realisiert, dass diese Gerichte und Richter alle überhaupt keine solchen Funktionen haben dürfen, weil sie Ausnahmegerichte darstellen. Auch das ist den meisten hier gar nicht klar. Und dass wir Menschen sowieso vor dem Gesetz stehen, da arbeiten sie auch fieberhaft dran, da irgendwie das so hinzumogeln, dass die also sagen können, ja wieso, hier steht es doch im Buch, Mensch ist gleich Person und umgekehrt. Ja, da mogeln sie dran rum. Ist auch klar, dass sie uns das vorgaukeln wollen, aber wer kann solche Gesetze beschließen? Wenn ja nur allenfalls Staaten machen und Staaten gibt's keine mehr und ein anderer Mensch steht nicht vor dem anderen. Also auch das ist hirnrissig, auch wenn die sowas versuchen. Da werden wir noch viel, viel Aufklärung machen dürfen, oder? Ja, und wir kommen fast zum Ende. Ich wünsche euch und uns, dass wir es schaffen, genügend Menschen aufzuwecken, dass wir es möglich machen, dass wir also wirklich etwas, etwas reißen können diesbezüglich. Ja, und wir wissen, das wird immer gruseliger, weil jetzt zum Beispiel kam ich noch eine Zuschrift, dass die neue Premierministerin eine Banksterin ist. Ja, und natürlich wieder einer bestimmten Minderheit angehört, wie wir es ja alle wissen. Es wird nämlich die Judin May, die ist jetzt also, ja, dort hat einen neuen Job vom Cameron übernommen. Ja, und die arbeitet natürlich absolut nur für die Rothschild. Also das wird noch richtig lustig, was da jetzt alles passiert. Und Scharia und so. Scharia lässt grüßen. Nicht Maria, Scharia. Maria hören wir jetzt erst am Donnerstag von 12 bis 13 Uhr live. Klasse, wenn ihr dann auch live einschaltet und ich bin dann am Nachmittag dran. Ja, und ansonsten bitte denkt dran, unterstützt uns, unterstützt auch die Kampagne. Ich bin Mensch und keine Person, aber heute wieder das T-Shirtchen an, ist einfach ein Hingucker und einfach das Richtige auf dem Platz, damit wir das klar machen. Ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dieser Unterschied, was da auch gegen uns verwendet wird. Ja, wir hören jetzt dann ausgangs noch ein schönes Lied von Mad M, I Take Upon Myself. Und da werde ich gleich die Wiederholung einspielen. Und während wir da also die Wiederholung einfädeln, kommen noch 2 Songs. Dann haben wir von The Madeline Hayes, We Set Fires. Und Look What I Did, Jekyll Island Feared, Scratch. Ja, und dann spiele ich zunächst noch einmal die letzte Live-Sendung, die wir ja auch noch nicht als Video verfügbar gemacht haben, nämlich die NWO PSYOP vom letzten Marathon und dann danach die Wiederholung der heutigen Sendung. Klasse, dass ihr da wart und wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen am nächsten Donnerstag. Klasse, dass ihr da seid und bitte verbreitet die Informationen, weckt die Menschen mit auf, denn nur gemeinsam, nur in einer genügenden Anzahl von Gemeinschaften von Menschen werden wir es schaffen, uns dieser Tyrannei entgegenzustellen und eigene neue Wege einzugehen oder neue Wege zu beschreiten, die uns dahin führen, wo wir alle hinwollen, nämlich zu einem friedlichen, liebevollen Leben mit unseren Lieben, mit unseren Familien in einer Natur, die
von uns, mit uns, uns auch hervorragend begleiten kann. Ja, ich danke euch. Und selber vom Wakeness Radio, Wakeness TV. Klasse, dass ihr da wart. Bis dann. Ciao, ciao. Wakeness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakeness.net. Waiting for me.